So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tap Town, wieder mit 82 Millionen Gold in unserem Portemonnaie, die wir natürlich gleich selbstverständlich investieren werden. Erstmal, wenn wir aber im Turm ein bisschen voranschreiten, kann ich nicht mal auf, Abbrechen drücken, einfach, dass wir parallel nebenbei noch ein paar Schlüssel farmen können. Ja, 15 haben wir jetzt in unserem Pot. In unserem Pool. Und damit können wir zumindest sieben Kämpfe machen. Haben wir gerade ernsthaft nur 8 Sekunden gemacht? Nein, oder? War so kurz? Ist ja witzig. Man kann es leider nicht skippen. Ne? Wenn ich irgendwo hindrücke, dann wäre es ganz cool, wenn es sofort fertig wäre. Also jetzt nicht für die Videos oder so, sondern einfach so grundsätzlich. Ich finde, so eine Skip-Option sollte es eigentlich immer geben. Das ist immer ganz praktisch, sowas. Aber da denkt irgendwie nicht jeder Entwickler dran. Jeder Entwickler denkt irgendwie, ja, okay, ihr habt doch Zeit. Ihr macht doch sonst nichts anderes, als den ganzen Tag mein Spiel zu spielen. Ach, guck mal, jetzt kriegt man auch ganz viele von den Steinchen. Das ist natürlich geil. Ja, ne, dann werden wir das ganze Gold, was wir haben, gleich auch mal investieren. Und schauen wir mal, in was wir investieren werden. Alle werden umgenutzt. 1 Million Gold wieder. Gerade stand noch 9 von 15, stand einfach nur noch 7 da. Hm. Naja, man sieht, die Gegner kriegen auch immer mehr S-Einheiten. Jetzt haben sie insgesamt schon 2. Vor einiger Zeit war es ja nur noch, war es erst einer gewesen. So, 1 Million 32 Gold. Ja, jetzt steht wieder 7 von 15 und jetzt steht er 5 da. Okay. Ja, kriegen wir aber locker hin, ne? Also ich glaube, wir haben da so viel Spielraum noch. Und gerade wenn ich gleich die 90 Millionen Gold, die ich da reinpumpen werde, sonst haben wir ein bisschen mehr Gold bekommen. Dann werden wir hier vom Turm her, wow, dann werden wir so weit steigen. Ah, das ist irre. Wobei die Frage ist, sollte ich wirklich, wobei doch, sollte ich, alles gut. Ich sollte bei jeder Klasse auf jeden Fall erstmal auf S aufstufen, das ist ohne Frage, das ist es. Ja, das ist es. Und danach erst boosten wir die einzelnen Charaktere hoch. Aber die S-Charaktere sind schon eine super Sache. Ja, auch gerade für den Raid. Für den World Raid. Ist das eine saubere Sache. Wir haben auch nur 3 Minuten gebraucht, um alle Schlüssel rauszuholen, ist ja irre. Haben wir bei 10 Schlüsseln irgendwie genauso lange gebraucht. Ja. Genau, ich denke mal, wir werden sicherlich 1, 2 Einheiten wieder kriegen, ne? Und dann fehlen mir langsam irgendwie diese Drachenseelen. Oh. 90 Millionen Gold. Ja, im World Rate sind wir aktuell auf Platz 64. Ja, 64 wäre als Belohnung 1500 Steine und 55.000 Münzen. Ich gehe aber davon aus, es ist ja erst seit 13 Stunden online, diese Herausforderung, dass bis dahin noch sehr, sehr viele, siehst du, die Punkte habe ich auch noch nicht ausgegeben, dass bis dahin noch sehr, sehr viele Leute spielen werden und auch kämpfen werden und ich da ganz, ganz weit nach hinten steigen werde. Aber erstmal werden wir natürlich unseren Dings verbessern, ne? Drei Millionen, nein, das reicht leider nicht. Na gut, können wir am Anfang. So, jetzt haben wir noch 1,2 Millionen, reicht leider nicht mehr genau. Egal, lassen wir es so. 90 Millionen Gold, wie gesagt, haben wir jetzt übrig. Den haben wir schon, dann kommt jetzt der Archer dran, ne? Dann kaufen wir ihm mal ganz kurz, wir können auch gleich in dem nächsten die 200. Stufe verpassen. So. Dann einmal der Lanzenreiter. Zack und zack. So. Ebenfalls auf 200 angekommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Dann schauen wir mal hier noch. Na gut, die Hexe können wir auf jeden Fall noch ein bisschen höher stufen.
Gut, gut. Dann können wir jetzt auf jeden Fall dem Archer einen einzigartigen Bogenschützen verschaffen. Und natürlich dem Lancer auch noch. Zack. 1,2 Millionen HP. Na klar, haben wir immer vierfach Stats, ne? Ja, stand nur vierfach, wenn man das noch nicht gekauft hatte. Ja, die ganzen Dinger hier vorne, das hier zu verbessern mit den 20, ist nicht verkehrt, aber da möchte ich dafür auf jeden Fall erstmal alle gekauft haben, ne, bevor ich irgendwie was upgrade. So, schauen wir doch mal, ob hier gleich einer rauskommt. Macht natürlich alles wesentlich besser. Na, da haben wir ein S. Da haben wir eine normale Einheit, okay. Ja, ne, wird schon kommen über die Zeit irgendwann. Wir könnten jetzt auch im World Raid mal einmal schauen, wie viel Damage wert zu machen mit allen Einheiten. Ne? Wir haben jetzt ein paar mehr. Zwei Einheiten wieder. Und der boxt immer nur eine weg, wenn ich das gesehen habe. Genau, ne? Der boxt immer nur... Okay, der ist schon tot, scheiße. Okay, er kann zwei angreifen gleichzeitig. Das ist ungeil. Er kann zwei angreifen. Das ist schade. Das ist nicht gut. 407.000 macht der. Na gut, das ist nicht wirklich viel Damage. Ne? Im Vergleich zum Captain machen die anderen recht wenig Schaden. Ich meine, er macht 15 Millionen Damage. Und der Rest macht irgendwie... Ich finde es total dumm. Also wirklich, Entwickler, lasst euch mal irgendwie einen scheiß Skip-Button einfallen. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Kann doch nicht sein, dass ich mir 70 Sekunden lang Scheiße ansehen muss, die ich eh nicht verändern kann, ja? Das ist ein festgeschriebener Prozess, egal wie viel ich jetzt tabbe, es ändert nichts daran, ja? Kann man doch wohl verdammt nochmal einen verdammten Skip-Button einbauen. Eieieiei, jetzt müssen wir uns noch 60 Sekunden lang das angucken und ich weiß nicht, worüber wir reden sollen, ja? Das ist schon... Deswegen mache ich diese Mission nicht mit euch, ja? Weil das einfach super langweilig ist. Das kann ich keinem antun. Also, ich weiß nicht, was sich die Entwickler von einigen Spielen über euch denken. Och, ihr habt ja so viel Zeit, och, ihr macht eh nichts anderes, als den ganzen Tag mein Spiel zu spielen. Mein Spiel ist das beste Spiel der Welt. Und deswegen müsst ihr den ganzen Tag in meinem Spiel bleiben. Ja, also ernsthaft, als Entwickler würde ich mir schon sagen, Alter, um die Zeit meiner Nutzer nicht zu verschwenden, baue ich da einen Button ein, um euch 100 Sekunden pro Kampf zu ersparen. Ja, 1,5 Minuten pro Kampf. Das sind am Tag sicherlich eine Stunde, wenn man aktiv spielt, ja? Nein. Stattdessen, nee. Bleibt mal ruhig in meinem Spiel. Na gut, wir haben 734 Millionen Schaden bisher verursacht. 749 Millionen. Den letzten Attack haben wir auch noch. 764 Millionen Schaden. 93,54% nur durch den Captain. Jetzt habe ich gar nichts angeschaut können. What the fuck? Okay, dann halt nicht. Jetzt bin ich wie Rang 61, ne? Also ein bisschen aufgestiegen. Die Punkte zählen sich nämlich zusammen, ja. Wenn man hier guckt, Platz 61, ich bin schon wieder abgestiegen, hier 64, 6,176 Milliarden Punkte, oh, das hat sich nicht aktualisiert. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall zählt halt die Gesamtsumme, ne. Kann man noch ein Schlüsselchen im Turm der Herausforderungen einsetzen, mit 10,6 Millionen HP, die wir jetzt haben. 9 S-Einheiten, 6 Leute warten. Oh, da ist aber ein starker Krieger dabei. Da war ein ziemlich starker Krieger. Den haben sie ordentlich aufgeboostet. Mit der Spitzhacke eins über den Schädel gezogen. Genau, die haben natürlich auch noch. Level 7. Level 8. Level 9. 30% Lebenspunkte nochmal dazu. Sehr nice. Das Gold brauche ich nicht unbedingt als Erhöhung. Dann lieber Lebenspunkte oder so, ne? Ob ich da 6160 Gold oder 6148 bekomme, das macht eigentlich im Endeffekt keinen Unterschied. Naja. So. Okay, gestorben. Spielzeit. Stock geklärt. Und Stock durchbrochen. Jetzt haben wir fast 200. 198 haben wir. Schieße. Zwei würden noch fehlen. Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Damit wir uns hier ein Kopiergerät kaufen können. Ja, wäre natürlich schon geil, ne? Je mehr Helden man hat, desto sinnvoller ist das Ding natürlich.
Schauen wir mal beim nächsten Mal, Leute. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei TapTown. Ciao, ciao.